Wir wollen den Doppler-Effekt benutzen, um Geschwindigkeiten zu messen. Sie sehen hier einen Ultraschall-Sender und Empfänger, die beide bei ungefähr 40 kHz arbeiten. Der Sender ist an einem Pendel befestigt. Wir sehen, wie das etwas hin und her sich bewegt. Wir stellen jetzt die Sendefrequenz so ein, dass der Empfänger die Signale erhält. Unten das Empfängersignal, oben das Sendesignal. Jetzt wird die Schwingung angestoßen. Wir sehen, wie sich die Sender und Empfänger gegenseitig bewegen. Und die Frequenz wird jetzt gezählt mit dieser digitalen Anzeige. Wenn sich die beiden aufeinander zubewegen, haben wir plus 60 Hertz. Wiederum plus 60 Hertz, dritte Messung plus 70 Hertz. Und umgekehrt, wenn sie sich entfernen, haben wir minus 60 Hertz gegenüber 40 kHz und können daraus dann mit dem Doppler-Effekt, mit der Formel für den Doppler-Effekt, die Geschwindigkeiten berechnen.